So, bevor jetzt irgendwann die Bilder mal von Facebook verschwinden, wollte ich euch das Ganze nochmal schnell abfilmen. Denn die Irina, die erstellt immer Ordner für die Hunde und deswegen... Ich euch das nochmal ab. So, vermittelt. Mila aus Moskau, 6 bis 8 Jahre alt. So wurde sie gefunden. Lieb und anhänglich. Kann ich hier auch weitergehen? Oh. Ein braunes Auge, ein blaues Auge. Süße Maus. Oh, süß. Moment. Da hat sie noch Haare. Aber danach hatte sie ja die Sterilisation. Sie ist nämlich da noch rasiert. Die Haare wachsen langsam nach. Dicky. Da sieht sie gar nicht so fett aus. Das ist alles noch in Moskau. Auch süß, ne? Sieht aus wie ein Schäferhund noch mit drin oder so. So cute. Sie hat genau den gleichen Blick drauf wie Spot. So, dann. Unsere Mila ist kastriert worden. Danke für eure Spenden. Und es war 5 vor 12. Sie hatte Gebärmutterentzündungen und Zysten an den Eierstöcken. Jetzt geht's los. Unsere kleine Mila, auf Russisch bedeutet das lieb, ist am Wochenende in ihres neues glückliches Leben gefahren. Da hat sie geweint. Ist ja auch doof da drin. So. Und das sind schon die Bilder, die... Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass die auch hochgeladen wurden. Da liegt sie in ihrem Körbchen. Da sind wir im Garten angekommen. Es ist klein wenig durcheinander. Ein bisschen verschwommen die Bilder. Da ist sie im Garten bei mir. Da habe ich dann die doppelte Sicherung abgemacht und nur noch den Dings da. Das war, glaube ich, schon am nächsten Tag. Das war wieder am ersten. Kamen wir, glaube ich, an Hundehütchen. Richtig niedlich. So, und das ist eigentlich Spots Körbchen, das Korb-Dings da. Und sie hat dieses Flauschige. Da sind wir noch mit doppelter Sicherung unterwegs. Da hat sie einfach, da steht, naja, Körbchen von Spot ist beschlagnahmt. Das hat sie ihm einfach geklaut. Er ist einfach diskussionslos rausgegangen. Und das war schon am zweiten oder dritten Tag. So süß. Dann habe ich ihr alles gezeigt. Die Katzen, den Hof, die Pferde. Die Bilder kommen sicherlich nochmal in bessere Qualität. Ach, das war's schon. Das war das letzte Bild. Ich bin mal gespannt, wie es dann in 3 Monaten oder 6 Monaten aussieht. Wird sie bestimmt ein bisschen abgespeckt haben. Danke fürs Zuschauen.